Wir schalten jetzt diesbezüglich zum NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstätter, der ja auch im Untersuchungsausschuss sitzt. Schönen guten Abend, Herr Brandstätter. Guten Abend, Herr Piszczek. Herr Brandstätter, wie beurteilen Sie die Sprengkraft? Ich bin ein bisschen vorsichtig mit diesen martialischen Ausdrücken, aber um bei diesem Thema zu bleiben, die FPÖ hat sie als Bombe angekündigt. Wie beurteilen Sie das? Also, ich fühle die Sprengkraft noch nicht wirklich. Dass Bundespräsident Van der Bellen informiert war, davon gehe ich aus. Natürlich musste ihn der Bundeskanzler davon informieren. Wie viel er vorher gewusst hat, kann ich im Moment auch nicht beurteilen. Aber ich sehe rund um Ibiza sowohl das Video als auch die Inhalte, mit denen wir uns ja seit vielen Monaten beschäftigen, so viele andere Themen, dass ich mich wundere, dass man dieses eine Thema so hoch gehängt hat. Ich muss sagen, mich hat es halt nicht wirklich bewegt. Würden Sie Alexander Van der Bellen auch gern in den Ibiza-Untersuchungsausschuss laden? Das stehen so viele wirklich interessante Themen gerade an. Und deswegen sehe ich nicht, warum Van der Bellen. Die Frage ist doch viel mehr, warum drängt sich Herr Sebastian Kurz gerade vor, von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einvernommen zu werden? Will er wirklich gefragt werden, warum er vor dem Ibiza-Ausschuss die Unwahrheit gesagt hat, gelogen hat, wie ich inzwischen ja, glaube ich, nachweisen kann? Woher ist das viele Geld gekommen? Die ÖVP hat doppelt so viel Geld im Jahr 2017 ausgegeben, wie sie hätte dürfen. Fast 14 Millionen, also das Doppelte von den 7 Millionen. Wir wissen noch immer nicht, wo ist das Geld hergekommen? Was wurde noch finanziert? Wer hat noch finanziert? Wie gut waren die Kontakte zur Novomatic? Wen hat er wirklich bei den verschiedenen Veranstaltungen getroffen? Das sind so viele Fragen rund um Ibiza offen und rund um die Parteienfinanzierung offen. Und das sind strafrechtlich relevante Fragen. Auch die Frage einer Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss ist strafrechtlich relevant. Dass mich das alles viel mehr interessiert, als das, was Herr Van der Bellen, der in der Hofburg sitzt, gewusst hat. Wobei, das hat Christian Havenegger von der FPÖ heute auch ausgeführt oder angeführt, dass es da möglicherweise eine Falschaussage gegeben haben könnte vom Bundeskanzler Sebastian Kurz. Inwieweit gehen Sie da d'accord mit der FPÖ? Ja, in diesem einen Fall schon, aber mir fallen auf jeden Fall zwei weitere Bereiche aus, wo er ganz sicher falsch ausgesagt hat. Einer scheint mir sehr, sehr wesentlich. Da geht es um die Bestellung von Thomas Schmid. Sebastian Kurz hat vor dem Ausschuss ausgesagt, er wurde darüber irgendwie informiert. Wir wissen inzwischen, und das ist ja auch klar, wenn man Kurz kennt und seine Art und Weise, ÖVP-Chef zu werden, kennt, dann weiß man, dass sich um jedes Detail von Personalbesetzungen gekümmert hat. Und natürlich hat er mit Schmid im Detail abgesprochen, wie er ÖBAG-Chef wird, also Chef der österreichischen Staatsbeteiligungen. Er hat sogar, und das wissen wir inzwischen ja auch aus dem WhatsApp-Verkehr, mit ihm darüber geredet, ob er im OMV-Aufsichtsrat den Vorsitz einnehmen soll oder nicht, wer ÖBAG-Aufsichtsratschef wird, Sigge Wolf oder nicht. Solche Details hat er mit Thomas Schmid besprochen. Also er hat in dieser Frage vor dem U-Ausschuss gelogen. Und ich erwarte wirklich von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass sie sich das auch anschaut. Und eines möchte ich auch noch sagen, dass in dieser Phase der Herr Kurz, der immerhin noch Bundeskanzler ist, so deutlich die WKStA angeht, auch Unwahrheiten über sie verbreitet, irgendwie von falschen Fakten redet, fehlerhaften Fakten und Ähnliches. Das finde ich skandalös. Das wird inzwischen international auch angesehen. Und das Nächste, was ich auch höre, ist, dass man die WKStA überhaupt aufteilen will oder verändern will, nur damit die nicht mehr die Korruption, die es gibt leider in unserem Land, aufgedeckt wird. Also das ist in Wirklichkeit das große Thema für mich. Was erwarten Sie da eigentlich vom Koalitionspartner, von den Grünen, bei diesen Anschuldigungen, wie die Grünen da reagieren sollten? Also ich möchte dem Kollegen David Stöckmüller ja nicht schaden, wenn ich ihn jetzt hier lobe, aber in der letzten Debatte, wo es um einen möglichen Rücktritt oder wo es eine Abwahl von oder Misstrauen gegen Gernot Blümel ging, da hat er schon sehr deutlich gesagt, dass er dem Herrn Blümel auch nicht vertraut, aber dass er einfach noch mehr Fakten haben will. Und wir werden mehr Fakten haben und dann werden die Grünen sich sehr schwer tun, solchen Leuten wie dem Herrn Blümel das Vertrauen auszusprechen. Wobei auch wieder in dieser Frage, und ich verfolge natürlich da die Diskussionen schon auch sehr genau, jetzt heißt, der Herr Blümel soll sich doch jetzt um die Insolvenzen kümmern, ums Budget kümmern, um die auch eine ganz wesentliche Frage, wie verteilen wir das viele Geld, das wir von der EU bekommen, Wiederaufbaufonds? Das sind ja ganz wesentliche Punkte. Und dazu kann ich nur sagen,
Er kann es ohnehin nicht. Der Herr Blümel hat keine Ahnung vom Budget, hat keine Ahnung von Wirtschaft. Er weiß nicht, wie das den vielen Arbeitslosen, den Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeitern und den Unternehmern, vor allem den kleinen Unternehmen, die jetzt Insolvenz anmelden werden müssen, die kein Geld mehr bekommen, auch den mittleren Unternehmen, wie es denen geht. Er weiß es ohnehin nicht. Er ist ohnehin der falsche Finanzminister zu dieser Zeit. Generell eine Frage, weil das ja auch immer wieder im Rahmen vom Untersuchungsausschuss diskutiert wird. Es geht um Lobbyismus, Parteispenden etc. Aber wie problematisch sehen Sie es generell, wenn sich Leute aus der Wirtschaft mit Regierungsmitgliedern treffen, um einfach für Österreich strategische Sachen zu besprechen? Man muss ja aufpassen, dass man das Kind da nicht mit dem Bade ausschüttet und dann alles mehr oder weniger kriminalisiert. Ja, ganz im Gegenteil. Also ich habe selber mal eine Kommunikationsagentur gehabt und selbstverständlich gibt es Unternehmen, die überlegen, wie sie mit der Regierung sprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Das ist alles ganz in Ordnung und das verurteile ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass wir Unternehmen haben, die international tätig sind, Unternehmen, die in Österreich Arbeitsplätze schaffen. Das ist für uns extrem wichtig. Worum es mir aber geht, und das hat man ja gesehen, wenn man sich wirklich nochmal anschaut, dieses Projekt Ballhausplatz. Sebastian Kurz hat im Jahr 2017 den Reinhold Mitterlehner weggemobbt. Es ist dann schneller gegangen, als er wollte, und Mitterlehner ist er dann selber gegangen. Und in diesem Projekt Ballhausplatz des Kurz ging es nur um Geld, Geld, Geld. Wie stellen Sie Geld auf? Das war der wesentliche Punkt. Und wenn man dann Unternehmerinnen und Unternehmern sagt, ihr müsst uns Geld geben und dann habt ihr die Nähe zur Macht, dann wird es problematisch. Dass Unternehmer sich kümmern und dass Unternehmer sich um ihre Unternehmen kümmern. Und gerade in dieser schwierigen Zeit ist das selbstverständlich. Und natürlich Kontakte auch zur Regierung halten. Aber zu vermitteln, und das ist vermittelt worden, wenn du hier einzahlst, dann hast du Nähe zur Macht. Das ist das Verwerfliche. Das war das System Kurz. Und dieses System Kurz ist gerade dabei zu scheitern. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen zurückkommen. Jetzt gibt es diesen Kalendereintrag. Er soll kurz bevor die Veröffentlichung stattgefunden hat, bei diesem Video eben informiert worden sein. Was hätten Sie erwartet, wenn man ein, zwei Tage vorher als Bundespräsident informiert wird? Vom Bundeskanzler oder von wem auch immer? Ich vermute, dass er, ich weiß nicht, von wem er informiert wurde. Ich bin natürlich auch überzeugt davon, dass er von Heinz-Christian Strache, der war immer ein Vizekanzler der Republik zu dieser Zeit, er wurde natürlich auch von Kurz informiert und klar ist, dass der Bundespräsident mit diesen beiden Persönlichkeiten sprechen musste. Ich habe keine Ahnung, was er darüber hinaus wusste. Aber dass der Bundespräsident sich mit dem Thema beschäftigt, ist klar. Dass die Regierungsspitze mit ihm redet, ist auch klar. Und daran sehe ich noch nichts Verwerfliches. Ob es, wenn dann im Kalender steht, die Bombe platzt, ja, natürlich, die Bombe ist geplatzt. Aber er hat ja nicht geschrieben, die Bombe ist geplatzt, wie ich es vermutet habe oder gehört habe, sondern die Bombe platzt an diesem Freitagabend. Ja, wie für uns alle, ich muss gestehen, ich war damals noch Journalist und heute ärgere ich mich noch, dass ich es nicht früher gewusst habe. Ich habe es leider nicht früher gewusst, ist einmal so. Aber auch Bundeskanzler Kurz sagte, er hat seinen Tag vorher erfahren, was ich ihm auch nicht vorwerfe. Weil natürlich Heinz-Christian Strache ja gefragt wurde, damals von den Journalisten, und dadurch wusste, dass etwas im Spiel ist. Offensichtlich hat er sich auch nicht so genau erinnert, was in Ibiza wirklich war. Aber er hatte gewisse Teile, wie wir inzwischen wissen, ja auch den Betroffenen, über die er im Video geredet hat, ja auch mitgeteilt. Da kann ich Ihre Rolle als Journalist nochmal ansprechen. Das hat nämlich Christian Hafenecker heute auch gemeint, dass man damals strategische Gespräche geführt hat, Van der Bellen mit Sebastian Kurz, für die Koalition Türkis-Grün, dass man das schon vorbereitet hat. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu bewerten? Das weiß ich nicht, wie gesagt, weil ich nicht dabei war. Aber natürlich in dem Moment, wo Sebastian Kurz erfahren hat, dass es massive Vorwürfe gegen seinen Koalitionspartner gibt, musste er sich überlegen, ob er die Regierung weiterführen kann oder überhaupt will. Was ich höre, wollte er ja sehr wohl. Er wollte ursprünglich ja auch mit dem Herrn Kickl, Herbert Kickl als Innenminister. Dann ist der Druck offensichtlich aus den Bundesländern gekommen, dass man da eine gute Gelegenheit sieht, Herbert Kickl als Innenminister abzulösen. Aber dass das innerhalb einer Regierung ein Thema ist, wie machen wir weiter, das halte ich für selbstverständlich. Da sehe ich keinen Vorwurf. Und dass die Grünen damals noch gar nicht im Parlament waren? Ja eben, also die waren nicht im Parlament. Das heißt, dem Herrn Van der Bellen vorzuwerfen, er wollte die Grünen in die Regierung schubsen, ist ein absurder Vorwurf. Das wäre ja nicht gelungen, weil die ja eben keine Parlamentspartei waren. Und das glaube ich auch, also bei allem strategischen Denken an diesem Wochenende, an das wir, glaube ich, uns alle erinnern,
haben wir, ich habe mir schon gedacht, es wird Neuwahlen geben und so weiter. Aber dass an diesem Wochenende jemand überlegt hat, wie die nächste Bundesregierung aussieht, also diese Persönlichkeit würde ich gern kennenlernen. Ich konnte es mir damals nicht vorstellen, sondern ich habe mir überlegt, wie wir werden die nächsten Tage sein. Aber dass jemand gewusst hat, dass die nächste Regierung eine türkis-grüne ist, naja, den Zukunftsforscher schaue ich mal an. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Helmut Brandstätter. Schönen Abend. Danke.